ist 5.15 Uhr nach Gothic-Zeit. Willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ich befinde mich zurzeit hier in der alten Bibliothek, in der ich hineinteleportiert bin durch Seans Hilfe. Ich habe euch ja gesagt, entweder ich beame mich hier raus, also zu dem Steinkreis, oder ich beschwöre die Bücher, die ich eh nicht lesen kann. Lustig, lustig, tralalala. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest gehabt. Darauf werden wir einen Beschwörungszauber jetzt mal beschwören. Das kann ich nicht lesen. Ja, das kann ich nicht lesen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Das gebe ich mal zu. Und irgendwo ist da so ein lustiges Skelett. Ich zeige euch jetzt mal eine interessante Geschichte, die ich mitgekriegt habe. Und zwar folgendes. Ziehe ich ein Schwert und locke das Schwert zu mir, zieht er ein Schwert. So, zack. Und er kann mich one-hitten. Also, das seht ihr, der kann mich sozusagen mit ein oder zwei Schlägen schon total niederstrecken. zweite Möglichkeit, was mich ein bisschen verwundert hat. Vielleicht ist das ein Feature. Und zwar, wenn ich den Feuerpfeil auswähle. Also zuerst sollte ich mal beschwören. So, zack. Das kann ich nicht lesen. So, dann nehme ich mir den Feuerpfeil, gehe um die Ecke. Feuere auf das niederste Skelett. Klar, dann habe ich ihn ja angelockt. Gehe ein bisschen zurück. Und traue mich wieder so ein bisschen in seine Nähe. Und müsste irgendwo da sein. Na, wo bist du denn? Genau, da ist es. Hat Angst. Läuft hier rum. Und, was ist? Der hat gar kein Schwert mehr dabei. Also. Irgendwie ist durch... Ne? Irgendwie ist durch den Feuerpfeil bei ihm das Schwert abhanden gekommen. So, und natürlich ist es dann natürlich einfacher, das niedere Skelett dadurch unschädlich zu machen. Oh, dort ein bisschen. Hau weg die Knochenscheiße hier. So, und da haben wir auch nur einen Knochen. Warum das so ist, das frage ich mal hier an die Community. Denn hier ist auch kein Schwert mehr zu finden. Also das finde ich eine gute Option. Oh, ich habe noch einen Beschwörungszauber vergessen. Beschwörungszauber Nummer 6. Ja, ja, da sollte man aufpassen und vorsichtig sein. Gewirkt. Ja, ich bin das nicht. Ist irgendwie unten drunter. Das kann ich nicht lesen. Ah, jetzt scheint was passiert zu sein. Oh, weia. Mal lieber speichern. So, hier ist nichts. Ist auch nichts. Oh, 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 ist ja spannend. Ja, da kann das ja nur hier sein. Otter. Ja, da ist was. Wer ist er denn? Erscheinung. Ach, das ist die Erscheinung von dem Felsen ganz weit draußen. Ja, wie kann ich denn den jetzt? Nee. Wie soll ich denn den jetzt nutzen? Muss ich doch irgendwie magisch nicht mit dem Pfeil und Bogen, sondern mit dem Säbel versuchen hier. Okay. Mal gucken, wenn ich ihn von vorne angucke. Hallo? Oh, böse Erscheinung, du bist. Bäh. Auf die Plätze fertig hacken. Oh Gott, der crittet nicht. Okay. Aber dafür macht er mit mir, was er will. Das ist jetzt echt doof. Gucken, Feuerfall, vielleicht kann ich ja noch.
Nee. Die Erscheinung kann ich nicht wegmachen. So, das mit der Erscheinung habe ich leider nicht hingekriegt. Dann rollen wir mal das Pferd mal von anderer Geschichte auf. Und zwar werde ich die Beschwörungszauber mal einfach mal rückwärts nehmen. Also ein bisschen Feuernessel, falls ich einen Zauberspruch brauche. Und zwar ist das hier Beschwörungszauber X. Das kann ich nicht lesen. Und sicherheitshalber mal bewaffnen. Ist hier was? Noch nicht. Es hat sich hier was eventuell bewegt. Ja, ja, sehr gut. Riesenratte. Hallöchen. Na, die kriegen wir doch. Oder? Hallöchen. Das ist aber viel, was sie mir hier Schmerzen zugefügt haben. Okay. Gib den Viechern ordentlich Saures. Ja, ich weiß. Ist einer mit hier in der Bibliothek? Wie kommt das? Gib den Viechern ordentlich Saures. Oh, da ist noch ein Teil. Dann sollten wir mal als erstes mal ein bisschen was futtern. Nee, nicht Grundstöcke. Wo sind denn meine ganzen Heilis hier? Hier sind meine Heilis. Heilpflanzlis. Oh, Leute. Na, bleibst wohl klemmen, wa? Du Ratte, hast wieder zu viel gefuttert. Ist dick geworden. Ach, geht's. Ja, dann ist es doch ein bisschen easy. Genau, richtig. Und Rattenfleisch. Perfektor. Da ist schon wieder die Erscheinung. Mhm. Die lassen wir mal so stehen, finde ich. Die geht auch gar nicht auf mich zu. Wer ist die alte Bibliothek? Ich habe sie jetzt angesprochen. Da ist er. Wir wussten, dass du kommen wirst. Mein Meister wird triumphieren und die Herrschaft der Welt an sich reißen. Gib auf, solange du noch kannst. Es gibt kein Entkommen für dich. Okay. Also böse ist er nicht zu mir, sondern hat mir nur eine Warnung gegeben. Was ist denn jetzt passiert? Das hat sich aber sehr grausam angehört. Was ist denn jetzt passiert? Moment, Moment, ein tollwütiger Wolf. Menschliches Skelett. Durch den fünften Band der Beschwörungsbücher erschien ein geisterhaftes Wesen, das mich vor irgendetwas zu warnen schien. Danach verschwand es. Okay. Durch eines der Beschwörungsgeister erschienen einige Riesenratten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallöchen, ey. Was ist das denn, Irriges? Soll ich denn jetzt noch ein Band beschwören? Ja, ich beschwöre noch mal ein Band. So, 9. Das kann ich nicht lesen. Oh! Oh, ein Feldräuberchen. Oh, der macht mich immer ganz schön feldräuberig. Na, jetzt wissen wir, wo der Feldräuber erscheint. Das heißt quasi... Oder ich werde gleich hier mal mich besser ausrüsten mit Pfeil und Bogen. So, das war die 9. Das kann ich nicht lesen. Der Feldräuber mich gleich sowas von niederstreckt. Also, wir gucken die an. Okay. Oh, das bringt nicht viel. Nee, das bringt nicht viel. Das bringt überhaupt nichts. Nächster Beschwörungsversuch. Und da kommt natürlich... Das kann ich nicht lesen. Dieser blöde Feldräuber hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Der macht mich gleich weg. Hallo. Ah! Alter. Bleib dort da nicht hängen. Mann, oh Mann, der hat mich ja gleich ganz hart genommen. Ganz hart genommen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, doch nicht Feuerwurzel.
Naja, vielleicht kann ich mit dem Feuerpfeil irgendwie schwächen. Da ist er. Bringt auch nichts. Aber dafür bleibt er hinterm Tisch hängen. Nee. Ah, doch nicht. Oder ich bekämpfe den Feldräuber durch dieses Regal. Okay, so geht's auch. Ja, schön. So, Feldräuber. Zeig dich, Feldräuber. Da ist er. Was haben wir denn da? Ach, Feldräuberzangen. Sehr schön. Ja, das war der Feldräuber. Jetzt kommt Beschwörungszauber Nummer 8. Ich bleib lieber hier am runden Tisch. Da habe ich besser die Übersicht. So, das war die 9, das war die 8. Das kann ich nicht lesen. Okay, immer wenn Roland sagt, das kann ich nicht lesen, dann kann er es auch nicht lesen. Und dann ist auch irgendwo. Ach. Kennen wir doch, Mole Rat. Na, wenn das nicht so ein gefährlicher Mole Rat ist und super duper Geister Mole Rat, dann kriegen wir eine. Da bin ich mir fast sicher. Auch gleich 2 Stück. Okay. Einmal. Nee, nicht beide. Schwede, ich glaub's nicht. Was sind denn das für Sachen hier? Mal gucken, vielleicht kriege ich sie ja besser mit dem feinen Bogen hin. Oh. Ah, Mist, bleibt da am Regal hängen. Auch nicht. Nee. Nee, auch nicht. Naja, wenn die Moritz nicht gehen, dann versuche ich es mal mit den. Moment mal, das war der 8er. Jetzt fehlt mir die 7. Habe ich noch nicht gefunden, aber okay. Das kann ich nicht lesen. Mal gucken, was hier im Zauberbuch Nummer 6 steht. Ah, Lurker, ich höre es schon. Die dürften wir eigentlich. Oder den. Oder wie viel sind's? Ist nur einer. Okay. Ah ja, genau richtig. Den haben wir hinkriegen können. Perfekt. Ja, das ist aufregend. Wie viel Bonus brauche ich denn noch? Ja, das ist ja nicht mehr viel hier. Das ist ja überhaupt nicht mehr viel. 135. Das kann ich nicht lesen. Ach nee, das sind die Moritz gewesen. Hilfe. Wie kriege ich das mit den Moritz hin? Große Frage. Viel zu scheiße sind die. Ah, versuche ich doch mal mit dem feinen Bogen. Hä? Was stimmt da nicht? Der schießt ja nicht auf den Molrett drauf, der. Hä? Stimmt mit dem feinen Bogen nicht mehr. So. Abhauen. So. Müssen wir es peu à peu machen. So, ganz schnell nochmal was trinken. Wo ist es? Hier ist was. So. Gucken wir mal. Speichern wir mal. Ach ja, diese Bibliothek. Bibliothek des Kampfes. Bibliothek des Spukes. Okay. Den haben wir kriegen können, ohne Schaden davon zu tragen. So, es waren ja 2 Stück. Ist also noch einer hier. Ich höre eine
Okay, wenn er da. Oh, da sind zwei! Oh, jetzt sind beide hinter mir her. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Ah, hier ist der Wendepunkt. Ja, die turnen da so fleißig rum wie so Schimpansen im Zoo. So. Ah, der ist ja schon angeschlagen. So. Ich bin auch angeschlagen. Ja, jetzt kommt er richtig rum. Oh, jetzt habe ich ihn gut getroffen. Ah, das. Ah. Da ist nicht zu holen. Das ist gut. Nicht zu holen. Ich glaube, ich habe jetzt alle Sprüche durch. Kann das sein? Vielleicht sollte ich nochmal nach Büchern gucken, die ich eventuell noch vergessen habe, weil einer fehlt mir noch. Und zwar, wir haben... Fangen wir mal von vorne an. Beschwörungszauber 2, 3, 4, 5, 6, die 7 fehlt mir noch. Und das 10, also muss denn hier das 7. Buch noch irgendwo sein. Wo ist... Da ist das 7. Buch. Perfekt. So, da. Da zurück. Bisschen was essen. So. Ein lecker Speicherstand nehmen. Das 7. Buch beschwören und dann dürfte es das gewesen sein. Ich bin gespannt, was wir haben. Das kann ich nicht lesen. Ach du liebes bisschen. Was sind das? Sind das Blutfliegen? Tatsache. Das sind aber ganz schön viele Blutfliegen. Krieg ich die denn mit, ja. Wir müssten doch einfach hier One-Hit zu gehen. Na also. Geht doch. Einfach die Blutfliegen da in dem Raum zu zaubern. Ich bin doch nicht mal ganz dicht. So, fertig. Da ist nicht zu holen. Na doch, kann hier was holen. Na. Blutfliege. Da kannst du eh nichts dran ändern. Da liegt alles Kadaver hier durch die Gegend. Oh, jetzt. Auch Blutfliegenflügel für meine Pfeilproduktion. Sollte das auch gehen? Fragezeichen? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier die Bibliothek geräumt habe. Und dann werden wir uns jetzt rausportieren. Ich hätte das anders gemacht. Verstehe. Abatontrak Tamborschak. Oh, 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 oh. Endlich frische Luft und die Sonne blendet mich. Und da hinten steht ein Gobbo. Okay, das ist der Steinkreis, der berühmte. Ich meine noch hier nicht gewesen zu sein. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Oh. Oh, weia, das hört sich nach mehr als nur einem an. Ja, super geil. Ha, 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 ha. Da, wo einer ist, sind auch mehrere. Und da hinten hinter mir sind Wölfe. Okay, die tun mir nicht so weh. Doch, ein bisschen. Nein. Ah, mit Menschenfleisch. Ah, Mann. Was ist denn das für ein... Da hat der hier irgendwie Trudelwasser getrunken oder was? Hilfe, Hilfe, Watten hin und her. Mann, oh Mann, oh Mann.
fasse es nicht. Ach, da hinten ist ja unsere Burg. Aha, aha, aha. Okay. Gut zu wissen. Können wir uns ungefähr orientieren, wo wir sind. So. Wagen wir uns nochmal hier an diesen Steinkreis. Wo sind sie denn? Oh, da. Oh, wo ist er denn jetzt? Okay, ist noch einer. Na, da will ich aber noch nicht ganz. Ah, der kommt auf mich zu. Das ist jetzt blöd. Ja, ja, ja. Ich wollte was mampfen vorher. Was werde ich jetzt hier mit tun? Noch ein paar Heilekräuterchen. Nee. Dann war bei der Heilpflanze. Oh, ich muss noch ein paar Pflanzen looten. Ha. Ja. So, wo sind denn die nächsten hier? Da ist nichts zu holen. Im anderen. Auch nichts. Nee. Nachtschatten. Ja, mal ein paar Kräuter holen. Kann ja nicht schaden. Das sieht aus, als wäre das hier eine Sackgasse. Und es gibt hier noch Bergmoos. Krabmoos. Wofür ist das? Das ist ja sehr weiches Gewächs. Vielleicht kann ich mir da irgendwie einen Teppich von knüpfen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Okay, Blauflieder. So, was ist hier? Sieht aus, als würde hier was drauf sein, was ich nicht sehen kann. Okay, ein paar Nachtschattengewächse. Gibt's hier eventuell Schalter an den Säulen? Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee, nix. Okay. Ach, das tut gut. Das ist ein Holzstamm. Super. Pfeilmaterial. Okay, hier fehlt zwar der Kommentar. Nichts zu holen. Okay. Speichern. Ich glaube nicht, dass ich die kriege. Das sind ja ganz böse Wolverines. Ah, okay. Der hat mich schon mal. Los. Ah. Ja, war klar. War sowas von Toten klar. Ja gut, wenn wir sie nicht kriegen, dann müssen wir uns woanders hin. Hinbeamen und zwar zur Burg. Tschüss, Wolfs. Einfach weg. Herrlich. So, ich finde, ich sollte Sean mal erzählen, was los ist. Und ab hier werde ich mal wieder ein bisschen schneller vorlaufen. Auf zu Sean. Bericht erstatten. Ja, hier sind die Schriften. Hier sind die Schriften, die ich in der alten Bibliothek gefunden habe. Zardas hat sich tatsächlich mit der schwarzen Magie beschäftigt. Allerdings wird nicht klar, warum er dies getan hat. Aber sie selbst. Tatsächlich. Aber ich sehe, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Es gibt also doch eine Teleportmöglichkeit in der alten Bibliothek? Ja, ich las an einem Buchständer eine Beschwörungsformel. Und wurde sogleich zum alten Steinkreis teleportiert. Sehr gut, dann kann ich mich ja ohne Gefahr selbst in die Bibliothek teleportieren. Nicht nur das. Ein Hebel in der Bibliothek scheint den Zugang zu öffnen. Allerdings bewegte er sich nicht. Tatsächlich? Hm. Das werde ich mir mal anschauen. Doch jetzt zu deinem Fund. Es wird meiner Ansicht nach noch mehr Bücher geben, die Xardas verfasst hat. Allerdings werden diese wohl nicht auf Athanos zu finden sein. Xardas hat zuletzt auf Korinnes gelebt, bevor sich sein weiterer Werdegang ins Dunkle hüllte.
Wenn ich hier fort könnte, würde ich auch dort forschen, aber so? Meine Heimat ist Korinnes. Irgendwann werde ich dort gewiss zurückkehren. Ich könnte dann ja nach Zadar-Schriften forschen. Das wäre vortrefflich, wenn du das für mich tun könntest. Aber wird das jemals der Fall sein? Nun, auf jeden Fall habe ich vor, mit dem Schiff, das hier angelegt hat, Athanos zu verlassen. Das Ziel unserer Reise ist mir zwar unbekannt, aber man kann ja nie wissen. Gut, dann nimm Xadars Bücher wieder an dich. Vielleicht können sie dir noch nützen. Zum Dank für alles aber kannst du nun von mir in den ersten Magiekreis eingeführt werden und lernen, wie man Runen herstellt. Na, das ist ja toll. Aber ich habe auch noch andere Bücher gefunden. Ich habe auch noch andere Bücher gefunden. Und zwar mit gefährlichem Inhalt. So? Lass mich mal eins davon ansehen. Aha, es sind magische Schriften über Beschwörungszauber. Ja, als ich dieses Buch öffnete, erschien sogleich ein Goblin-Skelett, das mich töten wollte. Kannst du den Inhalt des Buches lesen? Leider nicht alles. Ein handschriftlicher Vermerk allerdings besagt, dass es in der Bibliothek 10 Bände davon geben soll. Nun, so wie es aussieht, muss ich dich bitten, nochmals in die Bibliothek zu gehen. Wieso? Was soll ich tun? Du musst alle 10 Bände finden und zu mir bringen. Sie dürfen nicht in falsche Hände gelangen. Gut. Ist das alles? Fast. Da diese Bücher alle mit einem Zauber geschützt sind, solltest du diese vorher ausprobieren, damit wir erfahren, was sich dahinter verbirgt. Das kann ziemlich gefährlich werden. Warum machst du das nicht? Offen gestanden weiß ich nicht, ob ich in meinem Alter noch so schnell bin, mich gegen die jeweiligen Gegner zu wehren. Du aber bist noch jung, stark, geschickt und klug. Das hast du ja mehrfach bewiesen und deshalb... Schon gut, ich habe schon verstanden. Und offen gesagt, reizt es mich selber, die Geheimnisse der Bücher zu lüften. Sehr schön. Wenn du alle Bücher gefunden und geprüft hast, bin ich gespannt, was du mir zu berichten hast. Eines noch. Ich vermute sehr, dass diese Geschöpfe aus den Büchern nur in der Bibliothek erscheinen werden. Denn Xadas, der sehr wahrscheinlich diese Bücher verfasst hat, wird wohl kaum riskiert haben, dass eines dieser Wesen plötzlich irgendwo in der Burg auftaucht. Es kann auch sehr gut sein, dass diese Wesen an den Stellen erscheinen werden, wo du ihre Bücher finden wirst. Sei daher sehr vorsichtig. Innos möge dich beschützen. Ja, die habe ich doch alle schon ausgesprochen und gefunden, sehr. Gibt's ja noch die magische Kraft. Ich will meine magische Kraft steigern. Genau, richtig. Mana und Luppenblä. Okay, erster Kreis. Wegen der Beschwörungsbücher. Wegen den Beschwörungsbüchern. Ja? Hast du sie alle gefunden und geprüft? Ja. Dann berichte. Bei dem Öffnen der Bücher erschienen verschiedene Monster, die mich fast alle töten wollten. Was für welche? Außer dem Goblin-Skelett gab es noch ein menschliches Skelett. Kleine und große Ratten, Blutfliegen, ein paar Mollerats, einen Wolf, einen Feldräuber, einen Lurker und einen seltsamen Geist. Einen Geist? Wollte dich dieser vielleicht auch töten? Nein, dieser war der einzige von den Wesen, das sich ganz ruhig verhielt. Allerdings hat dieser Geist mit mir gesprochen. Wie? Dieser Geist hat mit dir gesprochen? Aus welchem Band kam dieser Geist? Aus dem 5. Band. Was hat der Geist zu dir gesagt? Anscheinend wusste er, dass ich kommen würde. Er faselte was von seinem Meister, der bald die Welt beherrschen wird. Und er warnte mich. Ich sollte irgendetwas aufgeben, bevor es zu spät für mich ist. Seltsam, sehr seltsam. Was hattest du für ein Gefühl bei diesem Geist? Wollte er nur freundschaftlich warnen oder drohte er? Na, also ich hatte mehr das Gefühl, dass er mir drohte. Überhaupt sah er auch ganz schrecklich aus. So? Wie denn? Der Geist war in einer durchsichtigen Robe mit Kapuze gekleidet. Und sein Gesicht war eine grinsende Fratze, die wie ein Totenkopf aussah. Also wie ein Skelett, das in eine Robe gehüllt war. Ja, und auch wieder nein. Denn schließlich war es kein Skelett, sondern ein Geist. Nun, vielleicht hast du doch keinen Geist, sondern ein lebendes bzw. ein nicht totes Wesen gesehen. Wie bitte? Sah aber nicht danach aus. Ich vermute schon fast, dass du vielmehr ein Spiegelbild gesehen hast von einem tatsächlich existierenden Wesen. Was? Also das verstehe ich nicht so ganz. Könntest du mir das bitte schön erklären? Nun, dieser Zauber teleportierte lediglich das Bild eines Wesens, während bei den anderen Büchern leibhaftige Monster erschienen waren. Und
Dieses Bild hat mich gesehen und mit mir gesprochen? Kann ich irgendwie nicht glauben. Solche Phänomene sind auch schwer zu erklären. Aber noch so viel. Nicht das Bild hat mit dir gesprochen, sondern das Wesen selbst. Mit dem Öffnen des Buches hat es mit dir Kontakt aufgenommen. Es weiß also jetzt, wer und wo du bist und... Da sprechen wir lieber nicht weiter darüber. Vielmehr würde mich interessieren, wer sein Herr und Meister ist, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Sollte Xardas vielleicht doch? Was sollte Xardas vielleicht doch? Es war nur ein Gedanke von mir, nicht so wichtig. Gib mir jetzt die Bücher, ich werde sie später irgendwann mal studieren. Uiuiui. Also der Geist ist ein Hologramm. modern gesprochen. Ja, was jetzt? Jetzt gehen wir nochmal runter zum Raimund und berichten ihn, dass wir ihn besser schlafen lassen können, weil wir ja die Fleischwanzen da eliminiert haben. Das müsste hier sein. So, Herr Raimund. So, von nun ab kannst du wieder ruhig schlafen. Die Wanzen sind tot. Ist das wahr? Hast du auch wirklich alle erwischt? Ja, oder hörst du noch eine? Nein. Es bleibt ruhig. Tatsächlich ruhig. Enos sei Dank. Endlich kann ich wieder ruhig schlafen. Du hast dir deine 100 Goldstücke redlich verdient. Tja. Und mit dieser Folge schließen wir erstmal und wir sehen uns in der nächsten wieder. Vielen Dank für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und empfehlt mich weiter. Tschüss.